Karl-Fröber-Hof im 10. Wiener Gemeindebezirk. Ein Großteil seiner Bewohner hat Migrationshintergrund. Eine Anrainerin, die seit Jahren von migrantischen Kindern und Jugendlichen belästigt wird, schildert, wie sie zum Feindbild geworden ist. Als Frau habe ich mich gewehrt gegen Jugendliche, die sich vor meiner Wohnung aufgehalten haben, gelärmt haben, Drogen konsumiert haben und mutzelmäßig Müll hinterlassen haben. Und das wollten sie sich einfach nicht gefallen lassen. Und somit habe ich halt dann ja, die Sachbeschädigungen vor meiner Türe oder gegen mich abgekriegt. Ja. Und ja, Jugendlichen waren dann weg und jetzt sind sie Kinder. Die Frau möchte aus Sicherheitsgründen nicht erkannt werden. Auch andere wollen nicht vor der Kamera mit uns sprechen, schildern aber eindrücklich die Lage im Gemeindebau. Fühlt man sich dann sicher hier am Abend oder? Nee, abends. Auf keinen Fall. Nein? Nein, auf keinen Fall. Gehen Sie am Abend noch raus? Nein, auf keinen Fall. Ich gehe hier nicht rum. Nein. Das mache ich nicht. Nein. Okay. Ich bin lebensmüde. Das ist schon gefährlich hier. Würde ich nicht unterschätzen. Eigentlich wird es immer schlimmer, so die Generationen, die kommen. Ja. Überall, nicht nur hier. Ja. Ja. Oh ja, ist es schon schlimmer als früher, ja. Ja. Neben mir ist es am Abend ganz voll Junge, die ganz falsch machen, egal was. Neben der Vermüllung, der damit einhergehenden Rattenplage, ist vor allem die Lärmbelästigung ein Problem. Regelmäßig werden etwa Böller oder Schreckschusspistolen abgefeuert. Die Ursache für all diese Probleme? Das Miteinander mit den Nachbarn funktioniert nicht mehr, weil die Kulturen einfach nicht mehr zusammenpassen. Meine ganzen Nachbarn sind weg, ja. Aufgrund der Umstände einfach? Ja. Viele haben gesagt, sie wollen hier nicht mehr bleiben, weil es hier, ich sag's, wie es mir, weil es asozial geworden ist. Hat das auch kulturelle Gründe vielleicht? Also, dass hier auch verschiedene Kulturen aufeinander bauen? Genau. Ja. Gibt verschiedene, zu viel verschiedene, nicht eine, sondern verschiedene. Und wenn ich sage, es sind die Kinder und die haben halt einen Migrationshintergrund, dann erfinde ich das nicht, das ist halt so. Zufällig sind bei unserem Besuch auch Vertreter der Stadt Wien und vom Wiener Wohnen vor Ort. Doch ein Interview will man uns nicht geben. Die Anrainer fühlen sich von ihnen jedenfalls im Stich gelassen. Gar nichts, es passiert nichts, nichts. Doch nicht alle haben ein Problem mit den Zuständen im Karl-Fröber-Hof. Nein, das passt ja alles, ja. Passt alles? Passt ja alles, ja. Ja, ja. Ja. Ich bin seit 25 Jahren hier. Okay. Das ist alles zufrieden, ja. Das ist nicht so okay. Schlimm, ja. Aber können Sie das verstehen, wenn manche Leute sagen, sie fühlen sich hier unwohl oder es gibt eben Lärmbelästigung? Nein, nichts. Klar, manchmal mit den Kindern, das wollen sie Liebe machen und das, ja. Aber es ist nicht so extrem. Die jahrzehntelange Vernachlässigung der Einheimischen hat bei vielen jedenfalls auch für Frustration und Ohnmacht gesorgt. Da in der Mitte kann man nicht einmal durchgehen, da sind über die ganzen Stirn solche Misthaufen. Und da genauso. Sie wohnen auch hier quasi? Ja, leider. Wenn du in der Tram fährst und du siehst einen Österreicher, hast du einen Lottozöfer.